Und willkommen zur Hessenschau. Schön, dass Sie dabei sind. Wir berichten über die verschärften Corona-Regeln der Landesregierung, die heute beschlossen wurden. Und wir haben dazu den Ministerpräsidenten interviewt. Außerdem sind wir der Frage nachgegangen, wie sind eigentlich die aktuellen Sterbezahlen im Vergleich zu den Vorjahren zu Corona? Und wir haben Störche im Schnee, die scheinen solidarisch zu sein mit uns und bleiben hier. Zuerst aber zu den Corona-Beschlüssen der Landesregierung. Die hat heute für Hessen das umgesetzt, was als gemeinsame Linie gestern mit Ministerpräsidenten und Kanzlerin beschlossen wurde. Bevor wir auf die Schulen gucken, erstmal die Wirtschaft. Ein wichtiger Punkt, die Arbeitswelt. Der Appell, mehr Homeoffice zu machen. Offenbar machen mittlerweile deutlich weniger Menschen Homeoffice als beim Lockdown im Frühjahr. Die anfängliche Euphorie, nicht mehr zur Arbeit gehen zu müssen, hat sich offenbar bei vielen gelegt. Wie im eigenen Büro, aber zusammen mit anderen. Und jetzt unter Pandemiebedingungen jeder in einem Raum, wo sonst vier sitzen. Im Wiesbadener Startup Heimathafen, das Büro- und Arbeitsräume anbietet. Junge Leute mieten sich hier oft tageweise ein, weil sie sich zu Hause abgelenkt fühlen und um ein kreatives Umfeld zu haben. Momentan aber sind viel weniger hier als vor Corona. Was wir viel mitkriegen von Coworkern ist, dass die Familien ganz stark unter Druck sind mit dieser Mehrfachbelastung aus Homeschooling, Heimbetreuung, trotzdem noch im Homeoffice arbeiten können sollen. Und dass man sozusagen eigentlich auf Kosten der Familie und des Privaten sozusagen versucht, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Das Zusammenkommen organisieren sie hier seit der Pandemie mehr und mehr über eigene Videoplattformen. Dass im Lockdown jetzt aber Homeoffice durch strengere Vorgaben verstärkt werden soll, ärgert vor allem die Unternehmerverbände sehr. Arbeitgeber müssen jetzt, wo immer es möglich ist, Homeoffice anbieten. Tun sie es nicht, sind sie in der Beweispflicht. Die Unternehmerverbände sagen, sie haben bisher genug getan. Die Betriebe hätten aufwendige Pandemiepläne und hohe Arbeitsschutzstandards. Es finden Gefährdungsbeurteilungen statt. Und all dies hat dazu geführt, dass der Arbeitsort ein vergleichsweise sicherer Ort ist. Wir haben alles letztendlich unternommen, um dort, wo es die Arbeitsaufgabe zulässt, Homeoffice einzuführen. Und dementsprechend wären diese überflüssigen Rechtfertigungszwänge, würden die Unternehmer nur vom erfolgreichen Arbeiten abhalten. Wirtschaft müsse flexibel bleiben. Eine gesonderte Corona-Arbeitsschutzverordnung brauche es nicht. Das sieht die Steuergewerkschaft ganz anders. Sie fordert mehr Homeoffice. Das sei auch durchsetzbar in allen Bereichen. Da, glaube ich, unterscheidet sich Verwaltung nicht unbedingt sozusagen von privater Wirtschaft. Es hängt von den handelnden Personen ab, von deren Offenheit. Ich glaube wirklich, es ist eine epochale Veränderung. Wir müssen in eine moderne Arbeitswelt übertreten, wo wir sozusagen die Menschen nicht nur an den Schreibtisch fesseln, weder zu Hause noch im Büro. Homeoffice mit Beweispflicht. Eine Lockdown-Idee, die Druck machen soll. Sie stößt auf ein geteiltes Echo. Und Experten fragen sich auch, wie soll man das kontrollieren? Bei den Schulen soll es erstmal so weitergehen wie in den letzten Wochen. Nach Möglichkeit sollen die Schüler zu Hause bleiben. Aber wer Kinder in der 1. bis zur 6. Klasse hat und die nicht betreuen kann, der kann sie auch in die Schule schicken. Das mag zum Teil ja ganz gut funktionieren, aber zum Teil funktioniert es halt auch nicht. Es sind aber nicht nur viele Eltern überfordert. Auch Lehrer beschweren sich. Heike Thalberg ist Schulleiterin an der Dahlmann-Schule im Frankfurter Ostend. Fast täglich muss sie die Belegungspläne umstellen. Die jetzt beschlossenen Maßnahmen der Landesregierung für sie nicht nachvollziehbar. Wut, die man im Bauch hat, weil an meiner Schule ist es so, dass über 50%, ich bin eine Grundschule, über 50% der Kinder da sind und dass die Klassen sehr voll sind. Ja, das ist ein großer Teil. Es sind 15, 16 Kinder in den Klassen. Man hat hier unendlich viele Begegnungen. Zu Hause darf man niemanden sehen, ja, oder beschränkt sich da auch unglaublich. Und hier ist das Haus voll und ständig ist man mit Leuten zusammen. Zu viele Kinder in den Grundschulen. Ein Problem, das auch Birgit Koch von der GEW immer häufiger beobachtet. Um einen möglichst sicheren Unterricht an Hessens Schulen gewährleisten zu können, fordert sie: Wir brauchen kleine Klassen, wenige Kinder, damit wir Abstände halten können. Wir fordern Luftfilteranlagen für die Klassenräume, ausreichend Plexiglasschutz für die Kolleginnen und Kollegen. Die Gewerkschaft vermisst auf Seiten der Politik vor allem eins, eine klare Linie.
Man wurstelt sich immer so hin bis zur nächsten Etappe. Aber was wir brauchen, was Eltern brauchen, was Schulleitungen brauchen, was Kollegen brauchen, ist einfach eine Verlässlichkeit. Wie geht dieses Schuljahr zu Ende? Wie wird Unterricht erteilt? Und da fehlt es an Konzept und Strategie. Das wünscht man sich auch an der Dahlmann-Schule und hat eine klare Vorstellung. Mein konkreter Wunsch, und ich spreche auch vielen Lehrern aus dem Herzen, ist Wechselunterricht. Die Lehrer könnten ihren Unterricht weiterführen. Sie hätten immer eine kleine Gruppe da, könnten mit den Kindern Unterricht machen, könnten den Aufgaben dann für zu Hause geben, was weitergeführt werden muss. Aber sie würden alle Kinder sehen, alle Kinder würden gleich behandelt werden. Dadurch könnte noch ein weiteres Problem behoben werden, sagt Heike Thalberg. Denn vor allem die Kinder, die nicht in die Schule gehen dürfen, fühlten sich zunehmend ausgegrenzt. Und wir sprechen mit Ministerpräsident Volker Bouffier in Wiesbaden. Schönen guten Abend, Herr Bouffier. Schönen guten Abend, Herr Heke. Herr Bouffier, viele Eltern, die ihre Kinder zu Hause betreuen können, würden sich trotzdem wünschen, dass sie in die Schule gehen. Aber in der momentanen Situation dann andererseits natürlich wieder nicht. Es gibt Experten, die sagen, wenn man Luftreiniger in den Schulen aufgestellt hätte, schon vor Monaten, es war ja lange Zeit, dass das dann ganz anders funktionieren könnte, weil jetzt die Situation mit dem Lüften ist ja auch nicht so dolle. Warum gibt es die Luftreiniger nicht in den Schulen? Also zum einen, bis zum Sommer gab es die Luftreiniger nicht. Wir haben dann sehr schnell gehandelt. Wir haben ja auch sehr viel Geld zur Verfügung gestellt von Seiten des Landes. Aber es ist eine Entscheidung der Schulträger, also der Kreise und der Städte. Sie wissen, dass es sehr unterschiedlich bewertet wird, ob das was bringt, was es bringt. Wir haben das nicht entschieden und haben gesagt, das Geld stellen wir zur Verfügung. Ihr müsst es entscheiden vor Ort. Und mein Eindruck ist, dass das auch ganz gut läuft. Aber ich sage nochmal, das muss vor Ort entschieden werden. Eine wichtige Maßnahme ist ja jetzt der Appell zu mehr Homeoffice. Jetzt sagen die Arbeitgeber, am Arbeitsplatz infizieren die Leute sich eigentlich gar nicht. Wir haben schon genug Homeoffice, wir haben viel getan. Die zweifeln daran. Und viele andere sagen auch, der Hauptansteckungsort ist womöglich der private Raum. Und da hätte man die Leute nicht genug mitgenommen. Müsste man nicht sehr viel mehr Werbung dafür machen, dass diese vernünftige Regel, die Kontakte einzuschränken, auch eingehalten wird, so wie man zum Beispiel Werbung gemacht hat in den 80er, 90er Jahren in Sachen AIDS? Also, das ist doch immer das Gleiche. Worum geht's? Die Zahlen sind Gott sei Dank zurückgegangen, sind immer noch viel zu hoch. Wir haben ein britisches Virus, von dem wir nicht wissen, wie es genau ist, aber wenn es sich ausbreitet, explodiert es. Deshalb haben wir gesagt, jetzt kann man nicht öffnen, wir müssen die Maßnahmen verlängern und teilweise auch verschärfen. Und alle sagen, wäre es denn nicht viel schlauer, wenn man das härter machte? Und ich kriege tonnenweise Papier, wo mir geschrieben wird, ja, aber was ist denn mit dem Betrieb, was ist denn mit dem Friseur, warum ist das so, warum ist es jenes? Wir haben die Kontaktregeln in Hessen gelassen, wie sie sind, die sind sehr einschränkend. Ein Hausstand mit einer Person. Es gibt sehr viele, die mir sagen, ja, aber es gibt tausend Gründe, warum ich mehr sein muss und mit anderen. Es sind Einschränkungen, die tun auch weh, das wissen wir. Das machen wir ja nicht, um die Menschen zu ärgern, sondern um die Kontakte zu reduzieren, damit wir runterkommen, damit wir wieder eine Perspektive zum Öffnen haben. Und insofern geht es immer darum, das ist das richtige Stichwort, die Menschen mitzunehmen. Deshalb sage ich immer, die Verordnungen sind das eine, die Menschen müssen es aus eigener Überzeugung tun. Und die allermeisten tun es. Und wenn wir Regelungen haben, wo wir sagen, wenn ihr die Kinder nicht anders betreuen könnt, dann bringt sie in die Schule. Herr Bouffier, es ist ja aber so, dass wir viele gesellschaftliche Gruppen ganz offensichtlich nicht erreichen. Und da war ja meine Frage, ob der Staat nicht mehr hätte machen müssen, um diese Gruppen zu erreichen. Ich weiß nicht, von welchen Gruppen Sie sprechen. Sie haben angefangen mit den Betrieben, die gesagt haben, also bei uns kann es doch nicht sein, wahrscheinlich ist es mehr im privaten Bereich. Wir haben diese wissenschaftliche Begleitung und auch vor diesen Beschlüssen wieder gehabt. Da ist unstreitig, der größte Teil des Ansteckungsgeschehens ist im Bereich des Privaten. Der ist vielfältig und dort sprechen wir ununterbrochen alle an. Und die allermeisten Menschen halten sich auch danach. Ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Wir hatten große Sorgen, wie wird das an Weihnachten und Silvester? Die Menschen haben sich zum ganz großen Teil an die Regeln gehalten. Die Explosion dort ist nicht erfolgt. Dann gibt es welche, die erreichen sie beim besten Willen nicht. Aber der größte Teil hält sich danach. Dafür bedanke ich mich. Aber ich will noch mal zu dem Homeoffice kommen. Wir haben eine Fülle von Regelungen. Und jetzt geht es doch darum, dass man schaut, wo kann man noch mehr, ohne dass die betrieblichen Notwendigkeiten darunter leiden, vielleicht auf Homeoffice umsteigen, damit wir weniger Begegnungen haben im Verkehr und in anderen Bereichen.
Und das, was die Bundesregierung heute vorgeschlagen hat, geht in diese Richtung. Wir haben für Hessen keine besonderen Regelungen. Wir haben bei den Landesbehörden über 50% im Homeoffice. Wir haben uns verpflichtet zu schauen, ob wir das noch steigern können. Aber es ist immer eine Abwägung von verschiedenen Interessen. Ich glaube, dass das, was man jetzt gefunden hat, eine vernünftige Abwägung ist. Ministerpräsident Volker Bouffier, vielen Dank. Danke Ihnen. Wir haben das Gespräch vor der Sendung aufgezeichnet. Man hört ja immer wieder mal von Corona-Leugnern und Skeptikern, die Krankheit sei gar nicht so schlimm. Es sterben ja gar nicht oder kaum mehr Menschen als sonst. Ist da was dran? Wir wollten es genau wissen und haben zwei Experten befragt. Einen Statistiker und einen Bestatter. Der Tod ist sein Geschäft. Deswegen beobachtet Bestatter Dominik Krachelitz aus Kassel die täglichen Corona-Zahlen auch ganz genau. Viele seiner Kollegen wussten anfangs nicht, wie man mit der Pandemie umgehen soll, sagt er. Die Branche hatte im vergangenen Jahr eigentlich Schlimmeres erwartet. Viele Bestatter waren so pfiffig und haben mehrere Särge eingekauft, weil wir dachten, jetzt kommen die ganzen Aufträge, wo wir auch helfen müssen, auch in der Stadt helfen müssen oder in der jeweiligen Stadt helfen müssen. Dem war nicht so. Wir haben in 2020 genau die gleichen Sterbefälle wie in den Jahren 2019 und 2018 zuvor. Durch Corona haben sie sogar weniger Arbeit, sagt Krachelitz. Infizierte Leichen werden direkt zum Friedhof oder Krematorium verbracht, ohne Waschung, Schminken und Aufbahrung. Die Folgen für den Bestatter und seine insgesamt 50 Angestellten erheblich. Auch wir hatten dieses Jahr schon Kurzarbeit, mit der ich selber nie gerechnet hatte als Bestatter. Aber ich hatte keine Vollbeschäftigung für meine Mitarbeiter hier im Haus. Ja, es gibt mehr Tote durch Corona, sagt Krachelitz, aber dafür auch weniger Menschen, die an Influenza oder bei Verkehrsunfällen sterben. Sein tägliches Geschäft sind Daten. Helmut Uphoff ist Statistikexperte im Landesprüfungsamt des Gesundheitswesens. Er bestätigt den Eindruck des Bestatters. Aufs ganze Jahr gesehen sind in Hessen nicht signifikant mehr gestorben als sonst. Allerdings bekommt der Statistiker Sorgenfalten mit Blick auf den Dezember. Ab hier scheint sich eine Trendwende anzudeuten. Sind im Dezember 2019 in der Altersgruppe ab 65 noch 5.700 Menschen gestorben, waren es ein Jahr später 7.400. Eine deutliche Übersterblichkeit, sagt Uphoff, zumindest bei den Älteren. Interessant ist, dass eben in der Altersgruppe bis 45 eher die Sterblichkeit niedrig liegt im Moment, was natürlich auch möglicherweise damit zusammenhängt, dass viele andere Erreger jetzt auch gar nicht mehr zirkulieren, weil wir eben diesen Lockdown haben. Und wir sehen dann eben in den höheren Altersgruppen mit steigendem Alter, dass die Übersterblichkeit deutlich zunimmt. Aber längst nicht so ausgeprägt wie im Grippejahr 2017, sagt Bestatter Krachelitz. Damals konnten sie sich vor Arbeit kaum retten. Kühlräume und Krematorien platzten förmlich aus allen Nähten. Grippewellen würden jedoch nur wenige Wochen anhalten, meint dagegen Statistiker Uphoff. Die Situation könne man mit Corona nicht vergleichen. Bei dieser Covid-19-Zirkulation sehen wir, dass wir diese Fallzahlen ja nur sehr langsam zurückdrängen können. Und insofern ist zu erwarten, dass diese erhöhte Übersterblichkeit über längere Wochen anhalten wird. Und da kommt dann insgesamt dann natürlich deutlich mehr Übersterblichkeit letztendlich raus als Summe als bei solchen Grippewellen. Uphoff sieht einen klaren Zusammenhang zwischen der aktuellen Übersterblichkeit und der anhaltenden Belastungssituation durch Corona. Bestatter Krachelitz wünscht sich unterdessen wieder mehr Normalität. Ihm geht vor allem ans Herz, dass sich Angehörige von Corona-Toten nicht am Sarg verabschieden dürfen. Diese Trauerbewältigung ist für den Ehepartner, für die Familien sowas von wichtig. Und das tut uns leider auch sehr weh, dass wir diese Dienstleistung leider nicht anbieten können. Denn noch ist es trauriger Alltag, dass Corona den Tod bringen kann. Daran haben Bestatter und Statistiker keinen Zweifel. Wer Angehörige im Alten- oder Pflegeheim besuchen will, der braucht künftig einen negativen Corona-Test. Die Nachrichten mit Jennifer Siegler. Diese neue Maßnahme hat Ministerpräsident Volker Bouffier heute angekündigt. Jeder Besucher in Alten- und Pflegeheimen müsse einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn er danach gefragt wird. Es werde ein Schnelltest genügen, den jeder Besucher selbst organisieren könne.
Und wir gucken auf die hessischen Corona-Zahlen. Binnen 24 Stunden wurden dem Robert-Koch-Institut 1.321 weitere Menschen gemeldet, die sich mit dem Virus infiziert haben. Im selben Zeitraum wurden 118 Menschen gemeldet, die im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Damit wurden in den vergangenen 7 Tagen insgesamt 7.605 Menschen gemeldet, die mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Das sind 2.121 Menschen weniger als in den 7 Tagen davor. Es wird geschätzt, dass derzeit in Hessen etwa 20.700 Menschen akut infiziert sind. Fast 24 Stunden war die A661 bei Offenbach voll gesperrt, denn ein Laster war in einen Strommast gefahren und der drohte umzukippen. Ein 38 Meter hoher Strommast, dessen Bein auf dem Container eines LKW steht. Nach einem schweren Unfall gestern auf der A661 bei Offenbach laufen heute die Bergungsarbeiten. Das Gefährlichste ist, dass dieser LKW natürlich direkt unter diesem Hochspannungsmast ist und nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Hochspannungsmast auf die Autobahn fällt und dass eventuell auch Trümmerteile auf die Gegenfahrbahn fliegen können. Die Autobahn musste deshalb komplett gesperrt werden. Der Laster war am Dienstag in der Nähe des Offenbacher Kreuzes von der Fahrbahn abgekommen, nachdem ein Auto mit ihm zusammengestoßen war. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. Polizei, ADAC und Feuerwehr waren vor Ort. Der Strommast musste gesichert werden. Gegen 16 Uhr dann das Ende der spektakulären Bergung. Die Autobahn wurde kurz danach wieder freigegeben. Das war's von den Nachrichten. Also zurück zu dir, Andreas, und zu Joe. Viele haben heute nach Amerika geschaut. Die Amtseinführung von Joe Biden, dem 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten, und Vizepräsidentin Kamala Harris. Viele Hoffnungen knüpfen sich an den Nachfolger von Donald Trump, aber natürlich auch große Sorgen. Wird es dem Neuen gelingen, das ganze zerschlagene Porzellan seines Vorgängers wieder zu kitten, das Verhältnis zu uns wieder zu verbessern? Es bleibt spannend. Joe Biden ist vereidigt. Ab jetzt ganz offiziell der neue Präsident der USA. Bei Rosalind Gnatt und ihrem Mann wird gefeiert. Sie lebt in Wiesbaden, ist Amerikanerin und erklärte Trump-Gegnerin. Die Zeremonie hat sie mehr berührt, als sie dachte. Wie schön das ist, dass in diesem Moment die Republikaner und die Demokraten zusammenkommen, um so fröhlicherweise zu feiern. Rosalind Gnatt ist Pfarrerin der evangelischen Bergkirchengemeinde in Wiesbaden. Sie geht in den Ruhestand, daher die Kisten. Dass der neue Präsident Biden das Land schnell einen kann, glaubt sie aber nicht. Der Sturm der Rechten auf das Kapitol hat sie geschockt. Ich fürchte mehr Gewalt. Ich denke, was wir vorletzte Woche gesehen haben, ist nur die Spitze des Eisbergs. Auch die Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung schaut nach Amerika. Demnach könnte die Besetzung des Kapitols Biden aber sogar nützen. Ich denke, mit Blick auf die Frage könnte es sich vielleicht sogar herausstellen, dass die Zuspitzung der letzten Tage hilfreich sein könnten. Dafür gibt es zumindest Hinweise, dass die letzte Eskalation vielleicht tatsächlich den Bogen überspannt hat, Trump den Bogen überspannt hat. Auch für den internationalen Gabelstaplerhersteller Kion mit Sitz in Frankfurt ist wichtig, wer im Weißen Haus sitzt. Die oft unberechenbare Politik des Präsidenten Trump hatte Folgen. Kion musste höhere Zölle zahlen. Der Chef hofft jetzt auf entspanntere Zeiten unter Biden. Die Spannungen, das heißt Wut, Angst, Geschrei, das ist eine Umgebung, das ist ungesund für die Weltwirtschaft, für die Beschäftigung. Und ich hoffe jetzt mit der neuen Administration, dass es eher von dieser Sicht Richtung Offenheit, Ehrlichkeit, Verlässlichkeit wieder geht, dass man normal miteinander sprechen kann. Bei Rosalind Gnatt hat Trump sogar die Familie gespalten. Ihre Mutter ist für Trump, sie strikte Gegnerin. Beide haben praktisch keinen Kontakt mehr. Durch diesen Jahren mit Trump haben sie sich mit zu diesen Verschwörungstheoretikern angelockt. Und sie glauben alles, was sie sagen. Es ist wirklich traurig und macht mir richtig Angst.
Joe Biden soll das Land einen. Vielleicht würde das sogar den Familienkonflikt entschärfen. Robert Schäffner aus Oberzhausen hat, was wir in der Corona-Zeit alle brauchen, ganz viel Geduld. Der Künstler produziert Trickfilme, Stop-Motion-Filme mit kleinen, selbstgebastelten Figürchen, die er abfotografiert und dann immer weiter bewegt. Klar, das dauert. Für eine Minute Film braucht er mehr als eine Woche. Trotzdem sagt er, der schönste Job der Welt. Man könnte sagen, ich erstelle mir meine kleine eigene Welt und manchmal tauche ich sehr stark hinein ab. Das Besondere ist, dass ich mir etwas ausdenke und am Ende wird es zum Leben erweckt. Mein Traum war es immer, Zeichentrickzeichner zu werden und irgendwie bin ich dann in Stop-Motion geraten. Ich baue aus vielen verschiedenen Materialien die Figur und die ist dann in allem beweglich. Die Münder sind austauschbar aus Klebefolie, die Augen kann ich bewegen, die Augenbrauen. Und dann stellt man die Figur hin, bewegt sie, macht ein Foto, bewegt sie wieder, macht wieder ein Foto und dann kommt am Ende dabei eine Animation bei heraus. Für einen Tag Arbeit kommt vielleicht 6 bis 10 Sekunden raus. Aber es ist so toll, also es erfüllt einen auf jeden Fall. Gerade arbeite ich an einem Kurzfilm. Der Kurzfilm heißt Mortimer und die verschwundenen Dinge. In Mortimer und die verschwundenen Dinge geht es eigentlich um eine Geschwistergeschichte. Mortimer muss auf seine kleine Schwester Emma aufpassen. Und er würde sich aber am liebsten damit beschäftigen, dass in der Straße sehr viele Dinge verschwinden. Am Ende verschwindet seine Schwester. Und die muss er dann suchen. 14 Minuten wird der Film lang und ich glaube, ich sitze ein Jahr dran. Das schaffe ich nicht alleine und ich bin auch froh, nicht ganz alleine zu arbeiten. Ich habe Unterstützung im Setbau, ich habe Unterstützung in der Animation und das alles geht natürlich über die Produktion. Also Pixelpack heißt die, die sitzt in Offenbach. Yes, Mom, don't worry, I've got it all planned. Für die Animation mache ich auch Referenzvideos. Das heißt, ich spiele erstmal die Figur, da nehme ich mich mit meinem Handy auf und dann kann man mich quasi unter die Animation legen und die Puppe so animieren, wie ich mich bewegt habe. Und so sieht dann die Animation sehr natürlich aus. Get the ball yourself, you little nuisance. Wir wollten auf jeden Fall in Englisch aufnehmen, weil wir eine internationale Filmfestival-Auswertung anstreben. Wie sehen meine Figuren aus? Ich würde sagen, ein bisschen eckig-kantig und große Kulleraugen. Ich glaube, um die 20 bis 30 Figuren habe ich bestimmt schon gemacht. Die Köpfe sind aus einer ofenhärtenden Modelliermasse. Die Hände sind in Silikon gegossen. Die Körper sind aus Schaumstoff. Und die Klamotten habe ich genäht. Bei meinem Abschlussfilm Cornell und der Toaster hat meine Mutter immer die Klamotten genäht für meine Puppen. Und ich habe aber die ganze Zeit herumgemeckert und es war nie so, wie ich es wollte. Und dann habe ich gesagt, Mama, komm, zeig mir mal, wie die Nähmaschine funktioniert. Dann hat sie es mir gezeigt und dann habe ich irgendwann meine eigene Nähmaschine bekommen. Und seitdem nähe ich für die Puppen die Klamotten selber. Die Figuren benutze ich ja nicht nur für den Film, sondern ich illustriere auch mit den Figuren. Manchmal sind es Bücher, die ich illustriere, oder ich habe auch Schokoladenverpackungen designt oder mal ein CD-Cover. Natürlich hat die Pandemie auch für mich ein paar negative Auswirkungen. Ich hätte ein paar Lesungen gehabt, die leider ausfallen mussten wegen Corona. Aber ich denke, dass auch die Lesungen wieder stattfinden werden. Hoffentlich in einem gewissen Rahmen. Also ich glaube schon, dass meine Arbeit jetzt gebraucht wird. Ob Film, ob Buch, ob Geschichte. Es bringt schon ein bisschen mehr Licht in ein Zuhause. Gerade wenn man sehr viel aufeinander hockt, dann ist es schon schön, wenn man sich in irgendwas flüchten kann.
irgendwie steigt man ja doch in diese Welt hinein und ja, bringt ein bisschen Sonne ins Leben. Tschüss. Hehe. Störche im Schnee. Ist das jetzt Solidarität mit uns, weil wir auch nicht weg können? Oder was ist da los? Früher sind Störche ja im Winter tausende Kilometer in den Süden geflogen. Dass man sich das nicht unbedingt antut, wenn man es nicht unbedingt muss, das ist natürlich auch klar. Es hätte so schön werden können im Süden. Sonnenschein und Wärme. Doch sie haben sich diesen Winter für Reinhardshagen in Nordhessen entschieden und für den Schneesturm. Als die beiden Winterstörche im November hier auftauchten, staunte Hermann Josef Rapp, ehemals stellvertretender Forstamtsleiter, nicht schlecht. Wir haben im Winter nie hier Störche beobachtet. Wir haben ja hier im Wiesertal einen starken Vogelzug. Kraniche und auch Singvögel und Limikolen ziehen hier durch Kiebitze und was wir alles haben. Aber dass wir im Winter über hier Störche beobachtet haben, das habe ich noch nicht erlebt. Angelockt wurden sie vermutlich von dieser leer stehenden Immobilie. Dort hatte im Sommer ein anderes Storchenpaar gebrütet. Wo die beiden genau herkommen, unbekannt. Gegen die Minusgrade haben sie ein dickes Gefieder. Die Kälte ist nicht so schlimm, da kommen die mit klar. Schlimm wird es, wenn Eis und Schnee kommen, mit der Ernährung. Weniger Getier im Boden kann zum Problem werden. Aber Hermann Josef Rapp hat täglich ein Auge auf die beiden Zugereisten. Und eins ist klar. Klappern zusammen, stehen eben nachts, wie gesagt, zusammen auf dem Horst. Sind auch meistens da unten in der Weserau nebeneinander zusammen. Selten, dass mal einer alleine unterwegs ist. Das ist offensichtlich ein Paar. Und trotz der frostigen Temperaturen entwickelt das Pärchen scheinbar erste Frühlingsgefühle. Seit ein paar Tagen schleppt einer von ihnen auch Äste an, die er unterwegs findet, schleppt Äste nach oben, als ob sie schon einen Horst oder so ein Boot vorbereiten. Das wäre natürlich ein Ding. Wie lange die Winterstörche wirklich in Reinhardshagen bleiben, wird sich zeigen. Denn vielleicht heißt es auch für sie irgendwann wieder. Das würden wir gerne. Wann sehen wir dich nochmal? Um 22.15 Uhr, wenn Sie mögen. Tschüss, schönen Abend und bis morgen. Tschüss. Ich würde sofort.